Unter Arthrose des Kniegelenkes versteht man den Verschleiß des Gelenkknorpels. Dieser unterliegt im Laufe des Lebens einem natürlichen Verschleiß, das ist klar. Aber dieser Verschleiß kann auch beschleunigt werden durch Verletzungen, Gelenkentzündung oder übermäßige Belastungen. Diese Arthrose führt dann zu entsprechenden Beschwerden und muss in der Regel behandelt werden. Zunächst konservativ, später dann gegebenenfalls auch operativ.